Der Tag der Tage, wir holen Mama ab. Und das Kind, natürlich. Das ist Erpressung. Erpressung. Das heißt, wenn keiner gegessen hat, muss er einfach später essen, bevor Mama abgeholt ist. Wolltest du noch mitnehmen? Komm jetzt, Mama. Du hast keine schlechten Eltern. Ich hab gute Eltern. Genau. Optimal. Ah. Optimal? Hast du vergessen? Ja. Oh, die armen Blätter dort oben bei dem Balkon. Bitteschön. Papa, schau mal die armen Blätter auf den Balkon. Andere Seite so? Ja, hab ich gesehen. Verwelkt. Ja. Genau wie unser anderer. Ab. Mal gucken. Ich vermisse schon Mama. Nee. Zu weit leider. Aber. Klar vermisst sie dich. Ja, aber nur ein bisschen, hat sie gesagt. Baustelle. Brumm, 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 brumm.
überhaupt, dass das so schnell geht, ja? Setzt euch hier hin. Ich hab ohne vermisst. Ich hab euch auch ganz doll vermisst. Und ohne euch auch. Die hat auch von euch gesprochen. Daddy. Ja, hat sie ganz oft gefragt. Kann Mona sitzen. Perfekt, wir sind zu Hause. Einfach so. Moin, moin. Moin. Ja. Zu Hause. Zu Hause. Nicht verändert. Ach, ich hab Durst. Was möchtest du haben? Wasser. Wasser? Und für Milch, Milch. Ach, jetzt doch. Warme Milch? Warum nicht, wa? Schmeckt am meisten lecker. Ist einfach lecker. Mona, was tust du denn so? Das Outfit ist doch eben. Wie siehst du aus? Doch ganz gut eigentlich. Oh, ja. Ich kann jetzt Fernsehen gucken gehen.
Ja, ich komme gleich. Stani kommt auch gleich. Guck mal. Oh, der Drops. Ja, dropsig. Und du Drops? Oh, du hast so schönes Haar. Das glänzt so. Ja, wir haben eine teure Erinnerung. John Frieda oder wie das heißt. Wo ich so ewig vom Regal stand. Ja. Es muss weg. Ich hole mal ein tolles Shampoo und dann komme ich nach Hause und sehe, das habe ich ja schon mal gekauft. Weil ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte nur, das ist alle. Das ist das, was wir hatten. Dann wollte ich mal ein neues holen. Dann habe ich für genau das gleiche entschieden, was ich letztens anscheinend schon mal gekauft habe. So dämlich. Und dann irgendwie doch nicht mehr so frisch. Ach, ist das schön. Ohne ruft dich gar nicht. Naja, ich bin happy, alle sind da. Es fehlt nur noch der Rest der Rasselbande, aber das haben wir dann nächste Woche. Ja, hoffentlich vermisst die Gitarre. Ja, Mama hat eine Blume gesehen. Jetzt, da die Family wieder da ist, mache ich nochmal eine richtig große Kartoffelsuppe. Bin schon am Schnippeln. Hab schon alles andere geschnippelt, ist schon drin. Und halt wird toll. Müde war. Ja, schläfer sich doch kurz ein. Ich habe hier schon eine Milch gemacht, die hat sie auch weggesuckelt. Du hast eine Mie getrunken? Eine Mie hat sie drauf bestanden. Tut mir leid. Das, was du mir erzählt hast, die hat dann hat sie ja einfach nicht geschmeckt dort. Ja. Die erste, die sie da nicht getrunken hat, hat sie dann genommen. So. Und sie hat sie auf dem Arm. Ich habe sie eine Weile auf dem Arm gehabt, aber dann. Und dann hat sie so gemacht, die mich so. Und dann habe ich die probiert und die hat wirklich ganz merkwürdig geschmeckt. Das ist halt eine andere Marke und die schmecken wirklich sehr unterschiedlich. So, jetzt wird die essen. Kratzt.
Nein, nicht. Dort war mein Kugeln dran und ich hab den abgemacht. Okay. Aber dann habe ich ein bisschen geblutet. Ist abzusehen. Bei dem Spiegel. Jetzt schläft sie. Jetzt schläft sie. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass will heute jemand vorbeikommen wegen dem Fahrrad. Dem schreibe ich jetzt mal zurück. Mal gucken, ob es klappt. Hey. Kina da. Ja, ich habe ein neues Fahrrad hier angekauft. Eigentlich mehr oder weniger schrottreif. 16 Uhr Krieg. Kundschaft hier im Laden. Deswegen bin ich jetzt schon mal da, habe schon mal von mir rausgebracht, weil die Beratungsgespräche finden im Freien statt. Ich habe mich sehr gut informiert und belesen. Ich kann sehr wohl den Laden ganz normal aufmachen, die wenn ich Beratungsgespräche im Freien mache, das ist alles überhaupt keine Gefahr. Und die Leute, die vom Laden stehen, sind auch überhaupt keine Gefahr. Also das ist tatsächlich, das ist ja sowieso Utopie, steht da ja keiner vom Laden. Also das ist ja nicht so wie ein riesen Menschenauflauf oder so. Das wäre ja was. Da stehen maximal einer und dann noch einer und das war's. Und die stehen im genügenden Abstand immer zueinander. Also alles perfekt. Ja. Alles auch völlig regelkonform. Alles völlig in Ordnung. Als wenn sich halt zwei Personen auf der Straße begegnen, aneinander vorbeilaufen auf dem Bürgersteig. Alle genau so perfekt. Also. Und das? Ja. Ja, ich habe hier so ein Schrottrad gekauft. Da ist das Kettenblatt total verbogen. Die Sattelstütze eingerostet, die Züge, na, natürlich müssen die neu gemacht werden, das taugt mal ja nicht. Und, also da ist eine ganze Menge dran zu machen. Wenn ich die Sattelstütze nicht rauskriege, brauche ich gar nicht weitermachen. Deswegen probiere ich das als erstes. Und wie gesagt, ich habe schon mal vorbereitet, schon ein paar Räder rausgebracht. Wenn nachher eine Dame kommen will, die will sich da ein Rad angucken und die hat mich jetzt noch ein paar Mal angerufen. Eigentlich wollten zwei kommen. Eine wollte jetzt kommen, 13.30 Uhr und die andere wollte 16 Uhr kommen. Die 13.30 Uhr hat leider abgesagt. Ja, also viel Spaß, gute Reise, gute Fahrt und wir fahren auf. Meine Fresse, was denn los? Knack mal ab hier.
Schade. Ich glaube, der Trenner hat geschlachtet. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch davon drauf ist, weil die Kamera wieder abgestürzt ist. Ja, das ist übrig geblieben. Wir haben einen Lenker mit Vorbau, mit Bremshebeln, eine Gabel mit Steuersatz, zwei Laufräder, wobei die nicht identisch sind, einmal ohne Schnellspanner, zwei Bremsen und eine Kette, die noch recht gut ist. Zwar verdreckt, aber gut. Also mit Schwalbe Durano Plus Bereifung sogar, die ist auch gar nicht so verkehrt. Die Luft hält, wie es aussieht. Ich habe es aufgepumpt, die Luft hält. Ich denke mal sagen, also wer sich hier so ein Basic Set für so einen Single Speed Umbau kaufen möchte, für günstig, kann das jetzt günstig hier erwerben bei mir. Einfach mal auf die eBay Kleinanzeigen Seite gucken bei Fahrradsalon. Unter Fahrradsalon, da findet ihr das. Jetzt mache ich ein paar Fotos und dann geht das drin ins Netz. Wie sieht das aus? Schwupps, haben wir einen Auftrag. Zeig machen, muss ich jetzt verdienen. Ah, tut mir sehr leid. Perfekt. Gut, dass hinten keine Lampe hat, wird dir aufgefallen sein, ne? Schaltung. Also dieser Hebel ist einmalig geil. Also ich finde den so genial. Mit dieser Feinrastung, die legt echt dazu ein zum Spielen. Das ist so. So. So genial. Alter Sachshebel. Zumindest hat er hier eine Sachsabdeckung oder so, weiß nicht. Erinnert mich eigentlich an Sandtour. Genial!
Perfekt. Ich will die Schraube verstellt. Na komm. So, gut, haben wir. Fertig. Nächst haben wir nicht. Also, Feierabend. Ja, mit diesem kleinen Mini-Vlog sozusagen aus der Werkstatt. Also Mini ist der ja wahrscheinlich gar nicht am Ende, wenn es geschnitten ist. Aber ich war ja nur sehr kurz hier. Für mich ist das ein Mini-Vlog. Ja, weil ich war jetzt nur eine Stunde. Also verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns nächste Mal wieder. Und wie ihr merkt, das ist wirklich, die ganze Anspannung ist runter. Es ist wirklich genial. Die Kleine ist zu Hause. Sie ist zu Hause auch wieder vernünftig und sie hat die Nacht durchgeschlafen, die erste Nacht zu Hause. Und perfekt, einfach nur perfekt. Wir haben gestern zwar 4 Anläufe gebraucht, um die Medizin in sie reinzukriegen, weil es ist ja wieder so ein neues Antibiotikum, was sie da bekommt. Und das schmeckt ihr anscheinend nicht so gut. Und deswegen haben wir da ein bisschen gebraucht. Hat sie dann 3-mal ausgespuckt. Also. Aber letztlich waren wir Sieger und das muss einfach sein, da muss er jetzt durch. Ja. Alles gut. Also Daumen hoch. Durchhalten bei euch. Ich halte auch durch. Und ich denke mal, jetzt wird es wieder kälter, habe ich gehört. In den Wettervorhersagen. Aber ich denke mal, ab nächste Woche. Wenn alle Kiddies auch wieder bei uns sind und so, dann werde ich aber auch den Laden kurzzeitig zumindest öffnen, zumindest vormittags einmal zum Annehmen. Dann werde ich auch die Kinder wieder abholen müssen von der Schule und dann nachmittags bis abends nochmal zum Schrauben. Irgendwie kriegen wir da schon irgendetwas hin. Muss einfach sein, kriegen wir irgendwie hin. Der Schulbus fährt nämlich nicht und deswegen haben wir da ein echtes Problem und alle Kinder in der Uhr. Also so groß die Pferden müssen wir uns dann nun auch wieder nicht. Ja, also das muss nicht sein. Das finde ich nicht gut. Deswegen haben wir ja einen Schulbus, also eigentlich, ne? Also macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.